Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, meine Herren. Hier ist der Hessische Rundfunk. Wir melden uns hier aus dem großen Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt am Main. Sie sehen heute die Endausscheidung des Grand Prix Eurovision. Der große Preis der Eurovision wird jedes Jahr verliehen für die Komposition und den Text des besten Chansons oder Schlagers. In allen Ländern wurden die Schlager und Chansons, die Sie heute hören und sehen werden, durch Vorentscheidungen ermittelt. Der Schlager oder das Chanson, welches den ersten Preis davon trägt, wird mit der Plakette des Grand Prix Eurovision geehrt, das das deutsche Fernsehen für diesen Zweck gestiftet hat. Alle Länder haben für diese Konkurrenz ihre Solisten zu uns geschickt, sodass wir heute Abend eigentlich die Elite der europäischen Chansonsänger und Sängerinnen bei uns begrüßen dürfen. Ich darf Ihnen nun das große Tanzorchester des Hessischen Rundfunks vorstellen, das unter seinem Dirigenten Willy Berking spielen wird. Verschiedene Länder haben auch, wie Sie sehen werden, einen eigenen Dirigenten mitgeschickt, der dann jeweils Herrn Berking ablösen wird. Gestern Vormittag fand in Gegenwart des Justiziats des Hessischen Rundfunks die Auslosung der Reihenfolge statt, in der die verschiedenen Länder ihren Beitrag leisten werden, wie überhaupt alle Einzelheiten dieser Konkurrenz, Orchesterbesetzung, Bühnenbild, Zahl der Solisten, Arrangement, durch Regeln der European Broadcasting Union in Genf genau festgelegt worden.